Hey, doch, wir haben es gesehen. Zufällig gesehen? Karl, der Kerl will uns töten. Das Schiff ist schwer beschädigt. Terry hat die Princess geentert und ganz offensichtlich hat er sein Dynamit dabei. Das müssen sie wohl alleine schaffen. Ich muss jetzt den Meteor unschädlich machen. Okay, Freunde, wir befinden uns gleich kurz vorm Ende. Verdammter Jack Keane. So, jetzt müssen wir aber erstmal Terry aufhalten. Und ich würde mal sagen, wir wechseln jetzt mal zu Amanda und dann quatschen wir den mal voll. Und wie wir wissen, mag er nicht seinen Namen. Das heißt, wir werden jetzt nur seinen Namen erwähnen und er mag auch keine Affen. Das heißt, diese beiden Wörter werden wir immer zu jeder Frage verwenden. Terry, so heißt du doch, oder? Süßer kleiner Terry, hier drüben. Hör auf, mich so zu nennen. Ich hasse diesen Namen. Was ist los, Terry? Halt die Klappe! Terry ist nicht mein Name! Aber so nennt dich doch Umbati die ganze Zeit. Umbati? Der hat mich auch vor dem Strand gerettet. Der darf mich nennen, wie er will. Terry, du bist ziemlich frech. Zum letzten Mal. Mein Name ist nicht Terry. Ich heiße... Ach, wie auch immer. Ich habe noch ein Schiff zu zerstören. Ich finde, Terry passt hervorragend zu dir. Ich finde, Terry passt hervorragend zu dir. Wir hatten mal einen Hund, der hieß Terry. Halt die Klappe! Er war aber ein ziemlicher Feigling. Wag es nicht. Er hat Stiefel abgeleckt. Noch ein Wort. Wenn es drauf ankam, hat er den Schwanz eingezogen. So, das reicht. Linda Gehorsam, die ich ihn vermisse. Weißt du was? Noch ein Mucks und ich werde wirklich... Uns umbringen? Das wäre ja völlig überraschend. Und jetzt Ruhe. Ich muss noch eine kleine Überraschungskarte vorbereiten. Und frage mal, wer alle. Ich frage mich, ob du immer noch so frech bist und mit deinen Freunden zusammen ins Nirvana gefegt habe. Terry, würdest du jetzt bitte das Dynamit weglegen, sonst tust du noch jemandem weh damit? Terry, würdest du jetzt bitte das Dynamit weglegen, sonst tust du noch jemandem weh? Was ist eigentlich aus deiner Lieblingspistole geworden? Ach, ich vergaß, die hat dir, glaube ich, ein Affe gestohlen. Du hast also was damit zu tun? Wo ist meine Kanone? Frag den Affen. Oh, das wäre weh, wenn ich ihn und seine Freunde mit Kugeln vollgepumpt habe. Du würdest doch kleinen Affen nichts antun wollen, oder? Du würdest doch kleinen Affen nichts antun wollen, oder? Ich? Süßer kleiner Terry, hier drüben. Wirklich schade, dass deine Pistole weg ist. Wirklich schade, dass deine Pistole weg ist. Ich werde dich einfach ignorieren. Terry, sind das etwa Tränen? Das ist nicht schlimm, jeder muss mal weinen, das ist gesund. Weißt du, das war meine Lieblingspistole. Ich habe das Design wirklich schwer gemacht. Weißt du was, mit Dynamit siehst du noch viel gefährlicher aus. Terry, warum hast du eigentlich so eine große Pistole gebraucht? Terry, warum hast du eigentlich so eine große Pistole gebraucht? Ich schätze, du hattest eine schwere Kindheit. Was meinst du? Ich hatte eine tolle Kindheit. Komm schon, niemand nimmt dich ernst. Nicht mal dein Freund, der Schädelbrecher. Eines Tages werden sie alle dafür bezahlen. Terry, es ist noch nicht zu spät, die Seiten zu wechseln. Überleg mal, wie viel Spaß wir haben können. Wir teilen unsere Geheimnisse, essen Marshmallows und ärgern Jack. Nein, tut mir leid. Du weißt nicht, wie viel Spaß es machen kann, auf der anderen Seite zu spielen. Achtung, hinter dir, ein Affe, der ein Flugzeug fliegt. Achtung, hinter dir, ein Affe, der ein Flugzeug fliegt. Was? Wo? Ganz gut, ich mache nur Scherze. Was? Wovon redest du? Ich habe vor nichts auf dieser Welt Angst. Du weißt, dass unser Gorilla noch frei herumläuft? Hör auf, oder ich? Oder was? Du hast uns doch schon längst mit dem Tod bedroht. So, perfekt, jetzt sind wir hier mit Eve am Berg und haben unser Schminkset dabei. Wir schauen mal, was wir da drin haben. Also, machen wir das Ding bereit. Deswegen war es mir so wichtig, dass keiner mein Gepäck durchsucht. Ein paar Pfeile sind offen.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Okay, das klappt schon mal nicht. Boah, ist der Motor laut hier. Man kann die Leute gar nicht mehr sprechen hören. So, dann fragen wir mal Karl. Ich habe mein Blasrohr auf den Kilimanjaro zugelassen. Oh, mein tiefstes Beileid. Das Blasrohr hat ja sicher viel bedeutet. Nun, immerhin hat es mir geholfen, Jack ins Bett zu bringen. Und Anna, da habe ich meine Augen. Wenn ich etwas Glückliches hätte. Tut mir leid, das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist dieser Stift. Das Letzte, was ich jetzt tun möchte, ist einen Brief schreiben. Nein, ich meine das Einzige, das einem Blasrohr ähnlich ist. Ja, immer her damit. So, und wir kennen es ja früh aus der Schule, beziehungsweise, ich weiß, ich erzähle wieder was aus meiner Kindheit, aber das muss ich auch mal loswerden, denn es war einfach eine coole Kindheit und eine coole Schulzeit auch. Und wir haben immer aus diesen alten Kugelschreibern, haben wir immer quasi uns ein Blasrohr gemacht, in dem wir alles rausgenommen haben, außer halt die Umhüllung des Kugelschreibers. Also, machen wir das Ding bereit. Und dann hatten wir nämlich genau quasi so ein improvisiertes Blasrohr. Und dann hatten wir dieses kleine Papierkügelchen und haben dann es schön nass gemacht und in das Blasrohr rein und haben dann immer durch die Klasse diese Papierkügelchen geblasen. Quasi ein Spuckrohr. So hieß das früher bei uns, zumindest in der Schule. Ja, hier heißt es zum Beispiel Blasrohr, denn Spuckrohr gibt es nicht mehr. Das war früher der Name dafür. Und das kombinieren wir jetzt. Also, machen wir das Ding bereit. Und jetzt betäuben wir damit mal Terry, der dann eine Runde schlafen geht. Ha, super Schuss, ihn. Geben wir ihm den Rest. Und jetzt ist Karl an der Reihe. Einmal nach links. Und einmal nach rechts das Ding. Und ja, tüttü. Hier sind wir los. Und jetzt hängt alles an Jack. So, das ist unser letzter Fight. Der alles entscheidende Kampf. Dieses Seil ist schon am Gewichtslimit. Nicht die Qualität, die ich von einem Umbati-Produkt erwarte. So, und wir kämpfen gerade mit Umbati und wir haben nur ein Messer und schlagen uns hier deutlich durch und mit dem Messer werden wir jetzt den Meteoriten zerstören und somit haben wir Umbati dann endlich besiegt. Der Meteor? Nein! Niemals! Los jetzt! Nimm meine Hand! Amanda! Zieh mich hoch! Nein, Jack, es geht nicht! Das Seil um deinen Fuß ist zu fest! Ich könnte höchstens das Gewehr nehmen, aber... Okay, Amanda! Schieß! Jack, das ist alles sehr wackelig! 50-50, dass ich deinen Kopf erwische! Amanda, hör mir zu! Du kannst das! Ich vertraue dir! Du hast recht, ich kann es nicht! Ich muss mir was anderes überlegen! Nein, nein, du hast mir nicht zugehört. Ich will, dass du schießt. Wirklich? Irgendwann muss man ja mal mit Vertrauen anfangen. Wenn ich schon sterben muss, dann durch deine Hand. Jetzt küss sie, küss sie. Oh oh. Oh oh. Achtung! Ah. Ja, wir sind abgestürzt. Ich wusste doch, dass ich den Heckrotor besser hätte verschrauben sollen. Karl! Ja? Halt die Klappe, du hast uns gerade alle gerettet. Seid ihr sicher, dass wir gerettet sind? Seht mal da vorne. Hey, das ist England! Endlich, wir sind in Sicherheit! Oh, wer ist das denn? Auf dem Schiff?
Mr. Keane, ich verhafte Sie wegen Missbrauchs eines Morsekanals der Royal Navy, dem Anzetteln eines militärischen Konflikts mit China, wo Sie zudem offiziell noch im Gefängnis sitzen, sowie einem halben Dutzend weiterer Vergehen. Nun, aber dafür haben wir einen gefährlichen Schurken besiegt und seine schlimmste Waffe unschädlich gemacht. Kann man das vielleicht irgendwie anrechnen? So leid es mir tut, aber kein Amt des Empire könnte diese Taten annullieren. Eines schon. Agent Montgomery. Ja. Der Versager vom britischen Geheimdienst? Wir kennen ihn aus der ersten Staffel. Aufsteiger trifft es eher. Die Queen hat mein Buch über meine vergangenen Heldentaten gelesen. Meine Heldentaten, meinen Sie wohl? Und mich zum Chef des Geheimdienstes befördert. Ab jetzt werde ich nur noch mit meinem Anfangsbuchstaben angesprochen. Übrigens, aber ist Agent es M, dieser Verbrecher hier. Ganz sachte Sie, Hampelmann. Dieser Gentleman hat alle diese Taten im Dienste Ihrer Majestät begangen. Und nach dieser erfolgreichen Mission wird er offiziell eingestellt als, sagen wir, Professor und Ausbilder an der Akademie des Geheimdienstes. So ist es doch. Nicht wahr, Mr. Keane? Ja. Professorenstelle? Übrigens, wer es noch nicht weiß, Jack, du nimmst das an? Die deutsche Synchronstimme du hast dich tatsächlich weiterentwickelt. Von John Travolta. Richtig cool. Ich finde, du hast alles richtig gemacht. Und dafür würde ich dich gerne belohnen. Jack, mit uns beiden hätte es sowieso nicht funktioniert. Ja. Ach ja. Aber echt cool, dass die deutsche Synchronstimme von Jack Travolta von Montgomery gesprochen wird, den wir aus dem ersten Jack Keane-Teil kennen. Und jetzt kommt die Liebesszene. Ah, Schnulze. Ich könnte jetzt etwas vom ideellen Wert des Schatzes erzählen. Davon, dass ein erfülltes Leben mehr wert ist als ein Topf voll Gold am Ende des Regenbogens. Aber mal im Ernst, wenn ich das nächste Mal nicht endlich reich und mächtig werde, dann gibt's wirklich verdammt großen Ärger. Jack! Huch! Halt die Klappe! Oh, schön. Ja, und damit sind wir auch am Ende von Jack Keane und das Auge des Schicksals. Eine Produktion von Deck 13 Interactive und Astragon. Und hier sind die Credits. Basierend auf der Geschichte von Jan Klose, Timo Melli, Tim Swank, Falco Löffler. Die Projektleitung hatte Dr. Florian Stadtbauer. Und der Kreativdirektor war Jan Klose. Technischer Leiter war Thorsten Lang. Und die grafische Leitung hatte Maxim van der Kloost. Das Game Design stammt von Timo Milli. So, dann haben wir noch... Das Game Design stammte von Mike Bärwald, Niki Olowski, Lukas Deutsche, Felix Bastem, Sven Hammer, Lennart Kessler. Das Konzept stammte von Janine Bertet, Martin Geier, Felix Haas, Elena Hölscher, Simon Lindner, Annika Schröder. Die 3D-Entwicklung stammte von Anneke Eberlei, Marc Hecker und Dominikus Reiter. Genauso wie von Jurek Höfer, Elena Hölscher und Sebastian Knüppel. Die Charakteranimation stammte von Ralf Risto, Sebastian Säubelt, Erwin Dalke, Maya de la Fuente, Thomas Gode, Piet Schönepauke, Gregor Weiß. Projektmanager war Ostwind Skomroch Neumann, Animation Supervisor Eduardo Oliden, Animators Joan Gamer, Julian Alukas. Das Dialog war von Jan Klose, Timo Milli und Falco Löffler. Qualitätsmanager war Felix Rischbieter und Leitungstester war Andreas Wilsdorf. Das Projektmanagement hatte Max Kübler. Sprecher Benny Oxmann, Alexander Röder, Marc Rosenberger. Audiodesign hatte Felix Diehake und der Originalsound stammt von Daniel Dünchem. Die Crew bestand aus Eike Appelt, Thomas Dannenberg, Luise Helms, Sven Hasper, Andreas Hosaing, Elias und Simon Kunze, Bianca Krei, Tobias Müller, Veyan Liu, Harrison and Charles Magura, David Nason, Gerard Paradise, Thomas Schmuckert, Tom Voigt,
Bernhard Wöger, Milton Welsh, Fang Yu, Santiago Zisma. Und die Voice-Direktion hatte Jan Klose. Das Editing stammt von Clemens Briggs, Elias und Simon Kunze, Charles Magero, Fang Yu und Wei Ying Lu. Das Büromanagement hatte Sarah Wensch. Komponiert bei Thielmann, Silesso, Mark Rosenberger, Markus Schmidt. Produced by Daymedion. Original Sound designed by Daniel Düchem. Deck 13 Game Testing. Der Testleiter war Felix Rischberter. Und die Tester von Deck 13 waren Daniel Valentin, Christian Schneider, Ronja Rossmann, Daniel Kau, Michael Stein, Benedikt Delika, Anna Wegmer, Martin Teichmann, Bernd Macht, Julian Oberdeck, Holger Klaus, Verena Bill, Marius Stürmer, Frederik Brandes, Ersin Selig, Dominik Flick, Ricardo Lieblein und das ganze The Deck 13 Team. Ja, das Fletch Game Engine war created by Deck 13 Interactive. Firelight Technologies waren von FuseX by Nvidia. Astragon Software war Dirk Warner, Susan Schübel, Kai Hook and the Commerzbank Frankfurt Team, Helge Bogartz, der Deck 13 Community, Dr. Verena Klose with Lena and Anna, Dr. Cornelia Stadtbauer, Sven Ludwig, Kai S., Rita and David Behrmann, Olga Leibgen, Jörg Hecker, Stefanie Fohmann und Philipp, Sandra Weiler und Lias, Ursula Reiter und das Jack Keen 1 Team. Der CEO von Astragon ist Dirk Weiner, Produktmanagement sind Dirk Ola, Jens Braukauf, Thorsten Krietsch, Susanne Schübel, das Marketing und Einkauf stammt von Margarete Wolf, Sabrina Trösken, Tim Schmitz. Community Management hatte Buschmann Media, Felix Buschmann, Daniele Mangold, Carsten Wöhmer, Reike Wickler. Der Managementdirektor war Enrico Ausborn. Qualitätstester war Wilhelm Bechmeier, Christoph Möbius, Yvonne Tremmel, Michael Thiele Maas, Konstantin Wielecke. Produktmanager von Rondo Media war Julian Broich. Tester von Astragon waren Lukas Molf und Florian Thunwald. Und noch ganz, ganz viele andere hier, die ja gerade alle hochgelistet und aufgelistet werden. Ja, und dann noch so ein paar Fans und Winners von der Community. Die Namen will ich aber jetzt nicht alle vorlesen, das wird sonst viel zu lang hier. Und, ja, ne? So, hui, da endet's auch schon.